Welcome to Tehran! Was wir übrigens nochmal loswerden wollten, wir sind über Land von Weinheim in den Iran eingereist, ohne einmal zu fliegen. Wir haben bestimmt 50 verschiedene Menschen gehabt, die uns in den Autos mitgenommen haben und vielleicht 20 Busse. Und das reicht schon, um hierher zu kommen. 5,5 Monate hat das gedauert. Here we go. So, eigentlich wollten wir gerade zu dem Bazar, aber heute ist Freitag und wir wissen, ist der Freitag wie ein Sonntag bei uns. Also alles geschlossen. Das haben wir total vergessen. Die nehmen das Wort wörtlich. Kein Bazar. Alles zu. Wir probieren es morgen wieder. Also würdest du irgendwie gerade aus dem Bett mit so einem Bettlaken kommen? Mein Geist. Ist ja nicht so, dass schon warm genug ist. Aber das macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett, ne? 45 Grad in der Sonne. Macht Spaß, oder? Ja. Welcome to Iran. Während es unten im Süden der Stadt richtig heiß ist, ist es hier oben einfach nur heiß. Im Norden der Stadt, in Darband. Einem der schönsten Stadtteile. Es geht nämlich steil bergauf. Ja, und es liegt ein bisschen in den Bergen auf 1700 Meter Höhe. Und hier ist echt super angenehm. I love you. That's our restaurant. Und alle lieben uns. My name is Tori. Alle lieben uns oder unser Geld. Eins von beiden. So schlafen wir hier im Iran. 4 Tage haben wir jetzt Couchsurfing gemacht. Wir sind jedes Mal so müde. Die Wohnung ist total klein, aber Platz für Gäste ist immer. So, und jetzt geht's zum Campen mit unseren Freunden nach Hamadan. Let's go to Hamadan! Hamadan! Welcome to hell. Welcome to hell. Iranian hell. Today it's not so hot. Yeah. So cold. It's kind of freezing. No. Maybe it's just... No. Cold? Just no. Just cold 40 degrees. Yeah. Cold 40 degrees. Cold hell. Yeah.
Nach 2,5 Stunden Nachtwanderung waren wir dann endlich da. Wir dachten, außer ein paar Freunde würden wir dort oben niemanden antreffen. Doch da haben wir uns geirrt. Am nächsten Morgen stellte sich fest, dass die ganze Stadt dort gecampt hat. Die Iraner lieben halt das Campen. Wie ihr auch hier sehen könnt, die Iraner campen überall, sogar wenn es verboten ist. It's hard to say goodbye. Für uns geht es jetzt nämlich nach Kaschan und wir sehen uns dann dort. Oh, yeah.